okay, jetzt sage ich auch Hallo. Das ist ja hier wie Hyde Park Corner London. Klasse. Genau. Und das in Hamburg. Mit dem Blick auf die Wasserfontäne. Freut mich sehr. Also, wir haben aber wenig Zuhörer hier, ne? Ja, und das Thema ist Frieden. Soll ich euch was erzählen zum Frieden? Ja, bitte. Okay, das fängt natürlich im Herzen an, ne? Bei jedem persönlich. Und das kann man fühlen, ne? Frieden kann man doch fühlen, oder nicht? Ja, und das ist das schönste Gefühl. Wenn man Frieden hat, fühlt man sich wohl. Wenn man Zweifel hat, nagende Zweifel, Ungewissheit, Angst und Furcht, dann fühlt man sich doch eigentlich sehr unwohl. Und da habe ich mir schon mal überlegt, Mensch, Gott ist unsichtbar. Wie kann man kommunizieren? Wie kann man denn seinen Willen rausfinden? Er sagt nicht, hallo hier, mach mal das, mach mal dies, nein. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, achte auf dein Herz. Wenn du Frieden fühlst, dann ist das ein Zeichen, dass Gott mit dir ist. Das ist dein Platz, da wo du Frieden fühlst. Und da wo du dich ganz sau unwohl fühlst, wo du Unfrieden fühlst, da stimmt was nicht. Also, wenn du in deinem Leben versuchen willst, den Plan Gottes zu erfüllen, dann versuch zu fühlen, ob du Frieden fühlst. Ist doch toll, ne? Und das hat tatsächlich in meinem Leben geklappt. Ich habe also dann trotzdem auch, ja, ich habe Zufälle erlebt und dann auch Widerstände. Aber es hat sich erfüllt. Da könnte ich noch lange erzählen, ich will euch nicht überfordern. Jeder persönlich kennt seinen eigenen Plan, seine Ideen, seine Ziele, ne? Und wenn ihr dem Pfad des Friedens folgt, dann seid ihr auf dem richtigen Pfad. Okay? Tschüss.